Dieses Video dient der Unterhaltung und ist nicht als Anleitung für eigenverantwortliche Maßnahmen zu betrachten. Es wird deutlich davon abgeraten, erwähnte Substanzen zu konsumieren. Bei dem im Folgenden Gesagten handelt es sich um Theorien, die teils nicht anerkannt sind. Jede geplante Vorgehensweise sollte mit einem Arzt besprochen werden. John Bird, Professor der Embryologie an der Universität von Edinburgh, stellte 1902 eine Theorie auf. Diese besagt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Krebszellen und präembryonalen Zellen namens Trophoblasten, welche im Frühstadium der Schwangerschaft wachsen, primär in der Plazenta. Diese Theorie nennt sich Trophoblastenthese. Ich wiedergebe die Trophoblastenthese im Folgenden. Alles beginnt mit einer Zelle namens Diploid totipotente Zelle. Diese wird auch Universalzelle genannt. Der Grund liegt darin, dass sie sich zu jedem Gewebe, Organ oder sogar zum Embryo entwickeln kann. Nimmt diese Universalzelle nun Kontakt auf mit Steroidhormonen sowie Östrogen, entstehen Trophoblasten. Passiert dies in den Universalzellen einer befruchteten Eizelle, bildet sich eine Plazenta mitsamt Nabelschnur. Das gleiche Prinzip geschieht bei Heilungsprozessen, intern und extern. Universalzellen bilden Trophoblasten und reparieren. Doch wenn dieser Heilungsprozess abgeschlossen ist und die Trophoblasten weiter reparieren, entsteht Krebs. Die Trophoblasten vermehren sich unkontrolliert, wachsen in Gewebe und bilden Metastasen. Dabei ist das, was die Trophoblasten antreibt, oft Östrogen. Dr. Otto Sartorius, Leiter der Krebsklinik im Santa Barbara General Hospital in Kalifornien, sagte: Östrogen ist das Futter, von dem sich Krebs ernährt. Um bei niederen Tieren Krebs zu erzeugen, schafft man zunächst eine Östrogenbasis. Jedoch bringt der Körper den Trophoblast meist unter Kontrolle. Was dann bleibt, kann ein gutartiger Tumor oder Polypen sein. Alle Tiere haben milliardenweise Blutkörperchen. Lymphozyten, Leukozyten und Monozyten. Alle haben ein Ziel: Fremdkörper in uns finden und zerstören. Müssten diese dann nicht auch Krebszellen als Fremdkörper erkennen und zerstören? Nicht dann, wenn es sich dabei gar nicht um Fremdkörper handelt. Denn laut der Trophoblastenthese haben wir es mit Zellen zu tun, die entweder bei einer Schwangerschaft oder bei außer Kontrolle geratenen Heilungsprozessen eintreten. Tatsächlich hat die Natur Krebszellen mit einem Schutz gegen Leukozyten ausgestattet. Sie besitzen eine dünne, negativ geladene Proteinhülle. Diese nennt man perizelluläre Skalumukinhülle. Weiße Blutkörperchen sind ebenfalls negativ geladen und zwei gleiche Pole stoßen sich ab. Dafür haben wir mindestens 10 Pankreasenzyme, unter anderem Trypsin und Chymotrypsin. Diese Enzyme sind inaktiv als Zymogene in der Bauchspeicheldrüse. Erst im Dünndarm werden sie aktiviert. Gelangen sie über die Blutbahn zu den Trophoblasten, bauen sie dessen negativ geladene Proteinhülle ab. Als Folge sind die Krebszellen den weißen Blutkörperchen schutzlos ausgeliefert und werden attackiert. Professor Bird berichtete dies bereits 1905. Und es gab bereits erfolgreiche Krebsbehandlungen mit Pankreasenzymen. Beim Embryo wachsen die Trophoblasten bis zur 8. Woche. Inzwischen weiß man, dass nach der 8. Woche die Bauchspeicheldrüse des Embryos aktiv wird. Dessen Enzyme zerstören die negativ geladenen Proteinhülle der Trophoblasten und ebenfalls negativ geladene Leukozyten zerstören die Trophoblasten. Die Pankreasenzyme werden erst im Dünndarm aktiviert. So ist es nachvollziehbar, dass Dünndarmkrebs selten vorkommt, nicht selten jedoch Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, ist etwa dreimal so hoch bei Diabetes- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Es ergibt sich die logische Schlussfolgerung: Ist man ständig so, dass die Bauchspeicheldrüsenenzyme verbraucht werden, ist das erwähnte Risiko ebenfalls erhöht. Dr. Acevedo, Dr. Tong und Dr. Hartstock bestätigten die Theorie von Professor Bird am Alec Henry Medical College in Pittsburgh 1995. Zitat: Nach 93 Jahren hat sich Birds Konzept als korrekt erwiesen. Trophoblasten bilden ein Hormon namens CG und dies ist im Urin nachweisbar. Wird CG im Urin nachgewiesen, ist man demnach schwanger oder hat Krebs. Was haltet ihr davon? Habt ihr Erfahrungen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace out.